Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Yonder, der Cloud Catcher Chronicles. Jo. Uns fehlt es noch ein Geist, den es hier auf dieser Insel geben soll. Wir haben den Nagelfisch gefangen. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal den Nagelfisch abgeben. Und ich hoffe, dass wir, wenn wir schon wieder zurück sind, bei dieser einen Höhle dann, dass wir zufälligerweise einen weiteren Geist finden. Mal gucken. So. Laufen mal schön fröhlich. Sammeln wieder alles ein, was wir so finden, ne? Wir können dann auch gleich hinten, wenn wir bei dem See sind, dort hinten oben am Hügel, können wir auch gleich wieder was einpflanzen, weil wir haben hier ein paar Sämlinge zum Glück. Oh, hier geht auch was, natürlich. So, einmal einpflanzen, passt. Ich möchte auch gerne diesen Erfolg da haben. 25 Bäume sind noch übrig zum Anpflanzen, also Plätze. Ich denke mal, dass das ein Erfolg sein wird. Ah, da drüben hätten wir welche. Na, die haben wir schon. Alle? Alle. Alle, passt. Vielleicht kommt da noch ein Geist, wenn man alle Bäume gepflanzt haben. Das könnte sein. Das kann ich mir vorstellen. So, schön sammeln. Das heißt, ich muss es ausnutzen, wenn wir irgendwo an Gras vorbeikommen, um Sämlinge einzusammeln. So, so. Damit wir genügend haben, falls wir einen Platz zum Anpflanzen finden. So. Dass wir dann gleich ein paar Bäumchen setzen. So. Lalala. Also hier dann rein, ne? Zuerst gehe ich aber das da oben anbauen, anpflanzen. Und dann muss ich natürlich endlich mal wieder zurück zu unserem wunderschönen kleinen Bauernhof. Ich muss schauen, wie es unseren Viechlein geht. Wir haben zwar einen Manager dort, aber der Chef muss ab und zu vorbeikommen und schauen, ob wohl alles beim Rechten ist, ne? Ob es den Mitarbeitern gut geht. Dann geht es den Mitarbeitern gut, geht es auch dem Betrieb gut. So war jetzt der Eingang hier. Wir mussten ganz rauf, ne? Das will ich mal anschauen noch schnell. So, lauf. Oh, ich stecke irgendwie fest. So, einmal hoch bitte. So. Oh, da haben wir wieder Pilze. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Die nehmen wir gleich mit. Na, 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 na. Schwammerl. So, wir haben die 5. Ja, bitte. So, meine Lieben. Waltet eures Amtes. Lala. Schön. So. Aha, einmal ein Katzi. Irgendwo ist eine Katze. Ein Katzilein. Wo ist das Katzilein? So, wir hauen natürlich wieder alles kaputt. Da ist sie. Hallo. Na, willkommen. Ja, brave Katze. So, wenn irgendwas blau leuchtet, bitte einmal schreien. Aber nicht zu laut, sonst erschrecke ich mich. Boah, da geht's aber weit rauf. Aha, jetzt kommt der Regen. So. Wie viel brauchen wir hier? 8. Okay, das ist für später. Mhm. Für später. Jetzt noch nicht. Nein. Das ist für später. Noch nicht ganz. Okay. Genau. Mähen. Ja, das passt schon. Zack. Schön mähen. Nächstes haben wir das Katzi retten können. Jetzt muss es nicht mehr im Regen sitzen. Stehen. Das arme Kleine. So, lala. So, zack. Immer her mit die Sämereien. So. Lalalala. So. Immer schön her, da haben wir gutes Futter. So.
Was für ein herrliches Sauwetter. Das kann man immer brauchen. Ah, das hat uns so ausgeschaut. Das dachte ich, da kann man schon was ansetzen. Aber nichts da. SP-Set. Es ist nass. Oje, die. Zack, zack. Ah, ein Händler. Ich dachte, ich glaube, ein Händler. Irgendwas ist da drüben. Ich muss mal kurz suchen gehen. Also schauen gehen dann. Guck, guck. Zuerst möchte ich hier die Gräser einsammeln, also das Futter. So. 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 Und da ist eins. So. Eine Liane. Aha, da gibt es einen See. Okay, da werde ich dann auch mal angeln probieren. Hi. Ja. Gib mir 5 Fisch und ich gebe dir etwas Tolles dafür. Den kannst haben. Bitte. Und annehmen. Eine Münze aus dem alten Königreich gegen 5 Gegenstände. Jo, gern. So, noch was? Ja. 5 Fische und wir kriegen noch was Tolles. Ja, einmal können wir es noch geben, ne? So, so. Ah, da kriegen wir permanent Münzen. Okay. Aha, okay. Alles klärchen. Hopp, da können wir gleich mit dem Hammer mal draufhauen. Zack. 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 So. So. Oh, da können wir es anpflanzen. Ich habe es gerade gemerkt. So. Zack. Einmal gepflanzt. Hä? Also es war nur mit den Felsen. Okay. Du. Da geht nochmal was zum Anpflanzen. So. Ich habe schon eine Katze gehört, glaube ich. Da drüben gibt es auch was zum Anpflanzen, sehe ich gerade. Muss mir ja ein bisschen umschauen. So und so. Ich will ja quasi diesen Erfolg haben. Und da muss man sich halt schon mal ein bisschen genauer umschauen. Vor allem, wenn es dunkel ist. So wie jetzt gerade. La da 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 da. Da ist, glaube ich, nichts. Ui, da haben wir eine. Squamper. Was ist ein Squamper? Ah, das sind Squamper. Ist das ein Biber? Ich glaube, das ist ein Biber. Ich wollte dich nicht erschrecken. Ich wollte nur schauen, wie du ausschaust. Und da haben wir haufenweise Mondblümchen. Das gefällt mir gut. Die brauchen wir nämlich eh für unsere Quest im Furzmoor. Sumpf. So, Furzmoor-Sumpf. Ja. Da haben wir wieder Erze. La 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 la. So, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Aha. Geht das schon? Hoppala. Geht tatsächlich. Würde ich gerne machen. La la la. La la la. Da la la. Schön. So. 3 Düsternis haben wir noch übrig. Okay. So. Hi. Wer bist denn du? Kleme. Du hattest keinen leichten Start hier, was? Ich kann dir nicht viel anbieten, aber nimm bitte meine 2. Pickel. Ja, geilo. Ah, ich schenke ihn dir. Danke. Danke. Wie cool ist denn das noch, was? Hm. Nein, wirklich, ich meine es ernst. Der ist umsonst. Oh. Hau Steine, dann kannst du... Was? Dann hast du's fein. Danke, Rock'n'Roll. Schön.
Wow, cool, danke. Das ist schön. Jetzt können wir auch Erze klopfen, wenn wir dann wieder welche sehen. Schwupp. Dab, 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 dab. Was haben wir denn hier? Auf jeden Fall ein Hammerlein. Zack. Mit Beeren. Und zack. Dann schauen wir mal, probieren wir tatsächlich mal die Pike aus. Er hat gesagt, Stein sollen wir damit hauen. Hä, wo ist sie denn? Da. Geht das dann schon auf sowas? Na, das ist mit dem Hammer gedacht. Der hat schon gemeint, ne, diese Erzvorkommen. Es wäre echt schön, mal eins zu finden gerade, nur zum Probieren. Ich hätte müssen in andere Richtung laufen, da war garantiert eines. Ich dachte aber aus Bequemlichkeit, dass hier auch was wäre. No, no. Nein. Okay. Da, 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 da. So. Gut. Ich laufe nochmal zurück. Da oben war, glaube ich, so ein Vorkommen, so ein Erzdingens drin. Und dann fehlt uns eigentlich tatsächlich nur noch ein Geist und ja. Jetzt würde ich lachen. Ah, das ist eins sogar, glaube ich. Ich einnehme ihn. Ups. Ich meine, ich habe es natürlich gesehen. Ja, ja, da bin ich mir ganz sicher. Ich habe das gesehen. Ich wollte nur schauen, ob ihr das auch seht. Auweia. Ui, da habe ich mal wieder eine Mondblume. Aber schon schnell. Ui. Ich sage gleich Mondblume. Mondscheinblume oder so irgendwie heißt sie, ne? Da vorne ist noch eine. Da muss ich mal looken. Oh, was sind wir denn hier? Springmoor. Aha. Hi. Was möchten Sie? Ah. Oh, willkommen im Sägewerk, Kong. Kong. Ja, aus 10 Mal Holz können wir dir eine Planke machen. Hättest du Bock? Ja, gern. Aber ich... 6 Planken gehen? Ja, gern. Hat es hingehauen? Plus 6 Planken, ja. Danke, Gnädigste. Ja, wir uns bald mal wieder, ne? Hey, und du? Warte. Heuer als Landarbeiter an. Ach so. Klingt so, als müssten sie in Chinatown, Kindertown. Ja, dringend ihre Erzwaren loswerden. Aha. Ja. So, 1, 2, 3. So. Da fliegen die Trümmer. Da haben wir nochmal eine Mondblüten-Dingsblume. So. Die Bäumchen wären auch cool weiter zu verbreiten, ne? Von den Sämlinge zu kriegen, das wäre auch cool. Mein, warum nicht? Ich schlage jetzt mal einen zusammen. So, zack, 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 zack. So, da haben wir leider keinen Sämling bekommen. Dann setzen wir halt das hier ein. So. Dann schauen wir, ob wir da drüben Glück haben bei dem. Zack, 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 zack. Nau. Auch kein Glück. Nicht Glück. Da. So. Als Landarbeiter einstellen. Das ist ein Kind. Edmund, ich hörte, Goldsee hat viel zu viel Nahrung waren. Da solltest du hingehen, wenn du welche suchst. Mhm. Aha. Okay. Ich hätte doch gern Landarbeiter. Ein Farmarbeiter. Achso, warte. Wähle Essen zum Hergeben aus. Ein Farmarbeiter hilft bei der Arbeit auf einer Farm. Er kümmert sich um Tiere, macht sauber und steigert die Produktion von Gegenständen. Das wäre super. Schwammerl. Ob er das mag? Ja. Toll, ich liebe Pilz. Wie geil. Was? 1%. Wilfried braucht mehr Nahrung. Ich bin so am Hungern. Selbst die größten Handwerksmeister haben kein klein angefangen. Wer weiß, wohin dich dieses Bündelstöcke noch führen wird. Ah, der war das. Halt, stopp. Danke, das gefällt mir. Wenn jetzt jemand Fisch gibt, bringt das mehr? Das, ja, glaub schon. Nichts geht über Deepfish. Ich liebe es.
Aber den teuren will ich ihm nicht geben, den will ich ja verkaufen. Ich gebe noch einen Fischi. Und ein paar Schwammerler. Ja. 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 Vielleicht wenn er 10% hat. Ja. Die sind anstrengender als die Tiere. Ja. Mau. Ja. Mau. Na, 10% ist viel zu wenig. Mau. Ja. Mau. Aha. Mau. Ja. Mau. Oh. Ull. Mau. 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 20% ist immer noch zu wenig. Alter. Ich glaube, ich sollte fischen gehen. Jetzt soll ich auch zurückgehen zum, wirklich tatsächlich zum Bauernhof, in der Hoffnung, dass unsere Beete was abwerfen. Vielleicht mag er auch gern Beeren und so essen, ne? Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So. So. Und was ist das da? Sägewerk Kronk. Ah, es war nur ein Schild. Okay, hallo. Aha, hier ist mal eine Brücke gewesen. Oh. Aha. Oh, dorthin zeigt dein Kompass also. Ich erinnere mich an diesen Ort. Oh, das war als per Zufall. Huch. Schlimme Dinge sind dort passiert. Der Himmel wurde aufgerissen und die Düsternis erschien. Es war furchtbar. Darum kann keiner von uns Geisterwesen nach Hause. Ah, da drüben wohnen sie. Oh. Hey, vielleicht sollten wir dorthin gehen und sehen, ob wir irgendwas tun können. In diesem Dorf in der Nähe gibt es eine Fähre zur Insel. Dort könnten wir hingehen. Auf der Suche nach dem Ursprung abgeschlossen. Tada! Unverhofft kommt oft. Okay, mit dem haben wir jetzt nicht gerechnet. Das ist einfach nur cool, was für eine schöne alte Brücke. Oh, die ist kaputt, mal schauen, habe ich mir jetzt gerade gedacht. Vielleicht kann man die reparieren. Dann habe ich gemerkt, oh, die wird irgendwie nirgends wohin führen. Jo. Upsi. Da haben wir Erze. So. Kupfererz bekommen, ja cool. Das ist schön. So. Ui, da haben wir noch ganz viele von diesen Mondblumen. Ganz, ganz viele sogar. Oh, wow. Ich glaube, wir können jetzt die Quest im Sumpf machen. Oh, da ist noch eine Quest. Alter, was ist denn das da für ein komischer... Aha, da oben ist Düsternis. Okay. Hallo, wer bist denn du? Tag! Nee, unser Kumpel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe keine Ahnung, welche Stimme ich gehabt habe. Aber ist ja wurscht. Also wie interessant. Ich muss das aufschreiben. Ack, warte. Du siehst gut aus. Du hast also überlebt, was? Und Captain Bullen geht es auch gut? Hat dich gebeten, nach uns Ausschau zu halten, also nach uns zu suchen? Wie du siehst, geht es mir gut. Sag ihm, dass ich hier glücklich bin und beschäftigt. Aber ich muss jetzt wirklich weitermachen. Kari bat mich, Informationen zu sammeln und dir bald zu berichten. Bis dann. Ja cool, da haben wir schon einen gefunden. Unverhofft kommt oft, das ist wirklich so. Ich war gerade auf der Suche, ne, nach möglichen Möglichkeiten, um Bäume zu pflanzen. Und dann stolper ich beinhart über unser Crewmitglied, ne? Ah, da haben wir wieder Erze. Zack. 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 Da kommt Leuchti wieder. Also, was hier Leute... Oh, Kari, glaube ich, ne? Oh. Hallo. Squumbles sind kitzelig. Was, kitzelig? Aha. Kitzelig. Ja. Kitzelig. Punkt aus. Boah, von diesen Blümchen gibt es jetzt sehr viele. Ich freue mich.
Zack, zack, zack. Da war viel Kupfer dabei. Glaube ich, zumindest hat so ausgeschaut. Was haben wir denn hier schon wieder? Aha, eine Truhe. Tada! Farbstoff braun. Ich will gar nicht meine Haare färben. La la la. Wühlfuchs haben wir gefunden. Also entdeckt, besser gesagt. Aha. Okay. Also, wo wir hier schon wieder sind, ne? Das ist hier unglaublich. Das ist nur, glaube ich, mal ein Teil, ne? Der Insel. Bist du gescheit? Das ist halt wirklich groß. Aber das ist keine Beschwerde. Aha, da haben wir noch eine Truhe. Ölfleck-Shampoo. Was? Ölfleck-Shampoo. Was? Ja, warum nicht? Das kann jeder brauchen. Cool. Welche Haarfarbe hast du denn? Ja, Ölfleck. Ah, wie cool. Ja, Ölfleck. Was ist sonst? Echt cool. Ah, wie. Na gut. Dann haben wir noch mehr Blümchen. Zum Glück ist es wieder hell. Jetzt seht ihr auch mehr. Dam, da, dam. So. Ich glaube, für die Quest habe ich schon genug. Okay, dich haben wir schon entdeckt. So, was haben wir denn? Aha, hier haben wir wieder so ein Rätselein. Oh mein Gott! Ist der Statue süß? Oh mein Gott, ist die süß. Aha, das ist ein Rätsel. Aha, ich würde sagen, das ist der Erste, der sucht nach einer Freundin. Oder falsch? Gibt es hier auch wieder ein Schild, das mir da wieder Tipps gibt, wie ich das jetzt anstellen kann? Letztes Mal gab es hier doch irgendwo so einen Hinweis, oder? Da erinnere ich mich schon richtig, ne? Ich muss die Blumen sammeln. Hi, ich sammle nur Blümchen. Ich tue dir nichts. So. So. So, warte mal. Oder gibt es hier diesmal gar keinen? Ich probiere einfach mal. Ich glaube, das stimmt so nicht. Warte. Vielleicht finde ich hier irgendwo ein Schildchen. Das wäre jetzt ganz famos. Einen Hinweis. Aber Schlaufüchse unter euch können das Rätsel bestimmt ohne Hilfe schaffen. Weil ich vermute, wenn wir das Rätsel hier gelöst haben, da unten, vielleicht kriegen wir noch einen Geist. Warte mal. Ich schaue mich kurz um. Aber da gibt es, glaube ich, diesmal kein Schild. Beim anderen war ja irgendein Hinweis mit zur Sonne schauen, glaube ich, ne? Aha, hier ist nur die... Aha, hier ist nur das Sägewerk. Okay. Das Schild kam mir gerade bekannt vor. Das dachte ich mir, hä, da, glaube ich, waren wir schon mal. In der Tat. Na gut, wie könnte das Rätsel funktionieren? Jetzt. Quasi, aha, ich verstehe schon. Man beginnt alleine, trifft einen Partner und dann kriegt man Kinder, ne? So. Kit, das war ja ein komplizierter Weg, um mich zu finden. Na, finde ich nicht, das war mehr Glück als Verstand, aber ist wurscht. Aber jetzt hast du mich gefunden, also was stehen wir hier noch rum? Lass uns gehen. Wir haben alle Geister gefunden, die auf dieser Insel sind. Voll cool, oder? Einer übrig. Ein Geist gefunden im Gebiet Sander. Bin bleib. Ach so!
Ach so, jetzt komme ich dahinter. Ach so, in dem Gebiet gibt es da noch ein. Ach so, das Gebiet. Ach so. Ach so, ja dann, ne? So war das gemeint. Ich dachte auf der ganzen, in dem ganzen Bereich hier, ne? Nee, nee, so einfach auch nicht, Zocki. Ich bin jetzt froh, dass wir dieses Rätsel gelöst haben. Freu, freu. Ein bisschen fischen sollte ich auch, ne? Damit wir den Landarbeiter da kriegen. Ich hoffe, meinen Viechlein geht's gut. Ich hoffe, die sind nicht gestorben oder abgehauen, weil es nichts mehr zum Essen gibt. Da ist noch so ein Dorf. Ist das das Dorf, wo die Fähre wäre? Fähre wäre. Zumindest ein Leuchtturm ist dort. Ah, da haben wir was zum Anbauen. So. Zack. So. Jetzt sammeln wir schön brav die Blümchen ein. Ich nehme gleich sicherheitshalber lieber so viele mit, wie wir finden können oder gefunden haben. Weil für den Fall, dass das nicht die letzte Möglichkeit im Furzmoor war, diese Blümchen da anzubringen, sozusagen. Dass wir was auf Reserve haben, ne? So, zack, zack, zack. Da war noch eine. Sind sie dann doch gebietabhängig, alles klar. So. Da haben wir jetzt ein sehr schönes Dorf. Ich schaue mich hier trotzdem noch ein bisschen um. Katzi, du hast Grünpfötchen bekommen. 9 Katzen sind in dem Gebiet noch übrig. Alter, das ist zu groß. Alter, das sind wahrscheinlich wieder 20.000 Quests. Wimpelwick. Ja. 21.000 Quests sogar. Noch ein Katzi? Hi. Na du? Miau. Mitternachtsläufer. Ein Händler, okay. Schöne Lichter. Boah, die sind blau. Oh, die tun den Augen fast weh. Hi, wer bist denn du? Vincent. Hey du, vielleicht kannst du mir helfen? Die Lieferung Holz muss nach Springmoor gebracht werden. Ein gutes Geschäft für ein paar Stück Holz. Bekommen wir von ihnen eine Planke. Ich habe kein Holz übrig. Fälle Bäume mit deiner Axt und besorg dir die 18 Holz, die sie brauchen. Bei Edmund abliefern. Okay, das Holz hätten wir sogar schon. Weil wir fleißige Holzhacker sind. Genau. Da war aber noch, da war noch mehr. Hat er gerade weggesungen? Da waren noch mehr Quests, glaube ich. Hüpf, komme ich darüber? Perfekt. 2 sind noch, so wie es ausschaut. Und wer bist du? Hi. Ach, Tova. Meine Kinder haben weniger Ehrgeiz als ein altes Groofer im Heu. Um das zu ändern, mache ich einen Wettstreit. Wer von den beiden bessere Möbel machen kann? Ich wünschte, Govard und Gotha würden sich beeilen. Ich habe einen ganzen Schuppen voller Holz, das ich ihnen dem Gewinner schenken will. Ich würde es auch nehmen. Hi, wer bist du? Maggie, hallo, warte bitte einen Moment. Nein, ich scheine nichts für dich zu haben. Hast du in letzter Zeit etwas bestellt? Nö. La 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 la. Ist sie was in Lieferung abbrechen? Hä? Na, das will ich nicht. Hi, und wer bist du? Oh, Violett. Welche Musik? Was? Welche Musik macht Fabitz? Fabitöse. Ist ihr das ganz alleine eingefallen? Ja. Ja. Da können wir wieder was einpflanzen. Das ist gescheiter. So.
Ui, Erze. So, zack, zack. Da ist wieder eine Quest. Kann ich da? Nein, ohne Unfall nicht. Da muss ich schön den Weg entlang laufen, weil sonst ersaufe ich wieder elendlich. Oh, Eureka! Boah, das war Glück. So, hallo, wer bist du? Rex, tut mir leid, aber die Fähre ist außer Betrieb. Ich überquerte gerade den Kanal, als ich plötzlich nasse Füße bekam. Ich werde fast ersoffen. Ja, solange die Schreinergilde die Fähre nicht repariert, kann ich dir leider nicht helfen. Pech gehabt. Ja, schau. Da steht der Kahn ganz schön unter Wasser. Oh je. Ja, und jetzt? Tut mir leid, außer Betrieb. Bla bla, fast gesunken. Schreiner, bla bla. Tschüss. Da hatten wir dann wohl Pech, ne? So. Die Schreinergilde, okay. Ah, da ist noch eine Quest. Das sind jetzt auf einmal mehrere Quests. Wegen der Schreinergilde? Keine Ahnung. Martha Maserung. Hallo? Ha. Hallo, Reisender. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Martha Maserung, Anführerin der Schreinergilde. Aha, das hat jetzt gerade wirklich die Quest getriggert. Normalerweise würde ich dich nur zu gern in die Gilde aufnehmen, aber wir stecken gerade in einer Klemme. Möchtest du nun mit den Aufgaben beginnen, um die Schreinergilde beizutreten? Ja. Ich wusste sofort, dass du der Schreinergilde beitreten willst. Du bist aus dem richtigen Holz geschnitzt. Ha, ha, ha. Aber für ein Wortspiel. Was für ein Wortspiel? Oh. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Gut, mein kleiner Schreiner, ich habe eine Aufgabe für dich. Wie du weißt, ist die Fähre des Dorfes schwer beschädigt. Ich möchte, dass du bei der Reparatur hilfst. Bitte bring mir Nägel und Planken. Oh. Ich würde zuerst mit den Händlern hier sprechen. Sie haben eine Menge Dinge, die die Gilde braucht. Haben wir das schon? Keine Ahnung, auf jeden Fall ist der Part vorbei, sehe ich gerade. Okay, dann machen wir im nächsten Part weiter. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!